Väter, seien wir doch mal ehrlich, das Patriarchat ist doch am Ende. Die Männergesellschaft hat versagt auf allen Fronten, jetzt müssen die Frauen ran. Doch, wir sind soweit. Überall, wo wir blöden Männer versagt haben, müssen die Frauen jetzt in verantwortliche Position. Gucken Sie sich das doch an, im Kindergarten schon schlagen die Kleinen sich die Köpfe ein. Soweit sind wir gekommen. Da bin ich da erstmal dafür, dass wieder viel mehr Frauen mit der Erziehung von kleinen Kindern beauftragt werden. Überall, wo wir blöden Männer versagt haben, müssen die Frauen ran. Wir brauchen Frauen, die verkrustete Strukturen aufbrechen können. Petra Kelly, das ist eine Lebensleistung, einen pazifistisch gewordenen General wieder zur Waffe greifen zu lassen. Oder Brigitte Seebacher-Brandt, diese Frau, die imponiert mir. Wie engagiert die für die Wiedereinführung der Witwenverbrennung kämpft. Wir brauchen viel mehr Frauen in der Politik, wir brauchen viel mehr Frauen im Kabinett, wir brauchen Irmgard Schwetzers zuhauf. Man hätte Irmgard Schwetzer nie fluten dürfen, meine Damen und Herren. Am besten ist, wir klonen Irmgard Schwetzer. Dr. Irmgard Schwetzer, kurz Driss genannt. Beinahe wäre diese Frau Außenministerin geworden. Wie dann die NATO heute aussieht, können Sie in Bonn beim Schürmannbau besichtigen. Und da konnte man bei der zweiten Jahrhundert-Hochwasserkatastrophe innerhalb der 13 Monate, nicht, konnte man sehr schön sehen, in 3 Monaten ist ja schon wieder soweit. Haben Sie schon gebucht? In Köln bauen die diesmal Tribünen auf. Bei der zweiten Jahrhundert-Hochwasserkatastrophe innerhalb von 13 Monaten konnte man jedenfalls sehr schön sehen, wie viel besser sowas abläuft, wenn ein Mann die Kontrolle hat. Ja, der Töpfer hat den Schürmannbau kontrolliert fluten lassen. Die Schwätzer hat ihn einfach so voll laufen lassen. Aber der Töpfer hat gesagt, jetzt. Oder nehmen Sie diese Neue im Kabinett da, diese Ministerin für Familien, Frauen, Jugend, Senioren und was sonst noch keinen interessiert. Da können Sie lange nachsuchen nach so einer Frau. Da können Sie lange suchen. Eine 28-Jährige, die sich kleidet, spricht und denkt wie eine 82-Jährige. Und dann aus dem Osten, das ist die Dreifachquote. Oder Ihre Vorgängerin, Angela, ich Merkel gar nichts. Wenn die sich jetzt so für die Umwelt engagieren, die vorher für den Paragraph 218, dann wird die Umwelt sich noch ganz schön umgucken. Wahrscheinlich kriegen wir eine Zwangsberatung für Gänseblümchen. Die Merkel und die Nolte, wie die Interessen der Frauen treten, vertreten. Da kann sich mancher Mann noch eine dicke Scheibe von abschneiden. Diese Frauen, die kämpfen immer Arm in Arm mit Rita Süssmuth. Rita Süssmuth der Tapferen. Rita Süssmuth der Unbeugsamen. Ich kenne keine Frau, die auf Kommando so betroffen sprechen kann wie Rita Süssmuth. Wenn es ernst wird im Interview, die wird ja nur interviewt, wenn es ernst wird, dann sitzt die immer da, die Süssmuth, dann schluckt die immer so. Die Süssmuth, die sagt immer einen Satz, und dann schluckt die immer so. Und dann denke ich immer, pass auf, denke ich immer. So wie die schluckt. Die weint gleich. So wie die schluckt. Aber Rita Süssmuth, die weint nicht. Die schluckt nur. Rita Süssmuth schluckt alles. Die gehört nämlich zu den Frauen, die immer noch das Frösche küssen mit dem Kröten schlucken verwechseln. Aber für solche Frauen legt Rita Süssmuth sich mächtig ins dumme Zeug. Das Einzige, was Rita Süssmuth in ihrem parlamentarischen Leben bis heute durchgesetzt hat, ist doch, dass sie ihren dritten Dienstwagen behalten durfte. Damit der arme Mann, der Herr Professor für Geschichte, mal von Neuss nach Bonn fahren kann. Oder fällt Ihnen noch was ein, was Frau Süssmuth erreicht hätte? Irgendwas. Wir nehmen mal was Kleines. Also was Unwichtiges, meine ich. Ich glaube es Ihnen auch, wenn nur Sie alleine es wissen. Wir können auch mal eine halbe Stunde warten, wenn Sie mal in Ruhe... Vielleicht wollen Sie mal anrufen oder ins Internet gehen oder... Ich helfe Ihnen mal. Frau Süssmuth hat da bis jetzt einmal politische Verantwortung getragen erst. Da war sie Gesundheitsministerin. Diese Zeit hat 2000 Blute das Leben gekostet. Der Bericht ist im Bundestag offiziell verabschiedet. Das steht fest, wenn Frau Süssmuth damals geeignete Maßnahmen ergriffen hätte, die man ihr wohl auch empfohlen hatte, um die Spendedienste zu kontrollieren, wären 60% der heute mit HIV infizierten Bluter nicht infiziert. Vielleicht sollte Frau Süssmuth den Rest ihres politischen Lebens damit zubringen, ihre wunderbaren, betroffenen und einfühlsamen Ansprachen auf den Beerdigungen der Bluter zu halten.
Wenn die sich jetzt so für die Entschädigung der Bluter eingesetzt hätte, wie für ihre eigene Diätenerhöhung, da hätte ich ja noch nichts gesagt. Aber bis jetzt habe ich von Frau Süßmann noch nicht ein Wort der Entschuldigung gehört. Herr Seehofer, der kam, als alles vorbei war, der hat den Bundestag um Verzeihung gebeten. Frau Süßmuth, die sieht bis heute nicht ein, dass sie was falsch gemacht hat. Wie denn auch? Die versucht ja auch nach wie vor innerhalb der CDU christliche Positionen umzusetzen. Da können sie doch genauso gut versuchen, im Schützenverein das Saufen und Schießen abzuschaffen. Oder sie bringen Lothar Matthäus Lesen und Schreiben bei, da haben sie dasselbe. Ich muss bei Rita Süßmuth immer sofort an Eugen Drewermann denken. Eugen Drewermann, die Walt Disney-Ausgabe von Martin Luther. Die Süßmuth und der Drewermann, die wären das Traumpaar für einen deutschen Pazifistenzüchter. Diese Menschen sind so sanft. Ich kann nicht glauben, dass die als Kind mal laut geschrien haben. Ich kann nicht glauben, dass der Drewermann nach seiner Entbindung freiwillig in Essen Schrei getan hat. Gucken Sie sich den an. Ich wette, die haben den grün und blau geprügelt, bis der den ersten Schrei... Deshalb hat er jetzt so eine Angst vor der Abnabelung von seiner Kirche. Vergessen Sie die Frauenquote, bitte. Zumindest diese CDU-Variante. Allein schon, weil Rita Süßmuth dafür ist. Es muss eine Falle sein. Wie viele Süßmuths, Schwätzers, Noltes, Merkels, Rönschs, Marienfels wollen Sie denn noch? Was nützt Ihnen eine 30%ige Quote unter Idioten? Nehmen Sie die blöden Männer doch endlich beim Wort. Kämpfen Sie für eine echte Kompetenzquote. Jobs bitte nur noch nach Kompetenz und Fähigkeit besetzen. Dann kommen Frauen dran, die wirklich Ahnung haben. Am Ende kämen sehr wahrscheinlich sehr viel mehr Frauen dran als Männer. Hätte ich auch kein Problem mit. Ich fürchte nur, bei einer echten Kompetenzquote würden die meisten jetzigen Politiker und Politikerinnen an der 5%-Hürde scheitern. Unser System hat sich weltweit durchgesetzt. Ja, der Kampf der Systeme ist entschieden und der Kapitalismus hat den Sieg davon getragen. Schade, dass der Mensch nicht gewonnen hat, aber Sieg bleibt Sieg. Und den feiern wir jetzt. Das heißt, also wir würden den Sieg sofort feiern, wenn wir wüssten, wo der Sieg hin ist. Bis jetzt wissen wir nur, dass der Kapitalismus ihn davon getragen hat. Wahrscheinlich hat er ihn in Sicherheit gebracht. Nach Luxemburg oder auf ein Schweizer Nummernkonto, das weiß man nicht so genau. Aber wie dem auch sei, die freie Marktwirtschaft hat sich der Planwirtschaft als überlegen erwiesen, denn im Gegensatz zur Planwirtschaft, die ja völlig planlos durch die Gegend produziert hat, produziert die freie Marktwirtschaft nur an den Bedürfnissen der Menschen orientiert. Nehmen Sie den Mobilfunk. Ja, mit dem Mobilfunk sind Sie auch dann noch erreichbar, wenn Sie keinen festen Wohnsitz mehr haben. Ja, die Industrie denkt mit, blöd sind die nicht. Wenn erstmal jeder Penner und Arbeitslose sein eigenes Handy hat, das wird das sogenannte A-Netz, dann können die Behörden noch lückenlos kontrollieren, ob die Leute wirklich auf der Straße stehen. Wenn erstmal alle Menschen ein Handy haben, wird das Leben wunderbar. Ich stelle mir das toll vor. Alle Menschen mit Handy? Ha, wenn dann ein guter Bekannter auf der anderen Straßenseite vorbeiläuft, ich brauche mir nicht mehr die Kilo aus dem Leib zu schreiben. Ich hole das Handy raus, ich rufe den an. Ja, wenn ich Pech habe, hat er in der anderen Jackentasche den tragbaren Anrufbeantworter eingeschaltet. Nicht verzweifeln, Sie können immer noch versuchen, ihn über das Brusttaschenfaxgerät zu erreichen. Mobilfunk ist fantastisch. Ja? Wie haben wir eigentlich vorher gelebt? Diese Einsatzmöglichkeiten im Alltag. Ehepaare, die gerne wandern, aber unterschiedlich schnell gehen. Nur die freie Marktwirtschaft weiß doch, was der Mensch wirklich will. Auswahl ohne Unterschiede. Ja, hier will doch jeder frei wählen können, aber sicher sein, dass er nicht den Zonk erwischt. Was Sie alles kennen, sagen Sie. Und deshalb produziert die freie Marktwirtschaft ein und dasselbe Waschpulver unter 15 verschiedenen Namen und Verpackungen. So kann jeder von Ihnen seinen individuellen Geschmack bewahren, aber wir haben sichergestellt, dass keiner daneben greift. Der freie Bürger der freien Welt muss jeden Tag freie Entscheidungen fällen. Sie müssen sich jeden Tag frei entscheiden. VW oder Opel, BP oder Shell, Pril oder Ferri Ultra, Villa Riba oder Villa Bajo, Letta oder du darfst nicht, CDU oder SPD, Erbrechen oder Durchfall, Kittekat oder Whiskas. Ne? Denker würden gar nicht mehr wählen. Welchen Politiker hätten Sie eigentlich gerne wirklich? Tor 1? Tor 2? Oder gleich das Überraschungsei? Ne? Worauf dieses Volk wirklich gewartet hatte, meine Damen und Herren, das waren die Pampers Trainers. Das ist die große Koalition aus Höschen und Windel. Selbst wenn Wähler verarscht wird, schläft er schön durch.
Und auf dem politischen Markt hält sich hartnäckig der Tamponpolitiker, Modell Kinkel. Opportunistet sich überall ein. Wie sagt der Kohl immer so schön, nur mit dem Kinkel fühle ich mich wirklich sicher. Weil nur mit dem Kinkel kann ich auch an kritischen Tagen machen, was ich will. Zum Beispiel können Sie darauf hoffen, dass der Schirinowski endlich diesen blöden Jelzin unter den Tisch säuft. Und wir einen Grund haben, an der Oder einen antifaschistischen Schutzwall zu errichten. Ne? Ja, war ja nicht alles schlecht an der ehemaligen DDR. Das Gute wollen wir doch erhalten, höre ich immer wieder. Und die meisten Ossis haben wir jetzt wohl hoffentlich kapiert, dass eine Mauer zwei Seiten hat. Und wenn der Bundespräsident Herzog beim 5. Jahrestag der Grenzöffnung Ungarn-Österreich den Ungarn beim Staatsakt versprochen hat, das wird das deutsche Volk ihnen nie vergessen. Das kann man auch als Drohung auffassen. Wir wollen doch nur ein ganz normales Volk sein, meine Damen und Herren, wie alle anderen. Das ist ja das Schreckliche. Mit einer echten Hauptstadt, einer echten Metropole als Hauptstadt, mit echten Wolkenkratzern, echten Slums und einem echten Grand-Slum-Turnier. Ich fürchte allerdings, wissen Sie, Normalität wird für die meisten Deutschen erst dann erreicht sein, wenn man als Deutscher an der Imbissstube in Auschwitz ganz unverkrampft bei einem Roma ein Zigeunerschnitzel bestellen kann. Wenn man gerade aus Schindlers Liste kommt, versteht sich. Tief betroffen. Tief betroffen. Aber halt hungrig. Einige der Damen und Herren innerhalb der CDU, verstehe ich nun gar nicht mehr, meine Damen und Herren. Sehen Sie, die beklagen den Verlust der Werte in der Gesellschaft. Das kann ich nicht nachvollziehen, denn diese Bundesregierung hat doch jetzt über 13 Jahre lang systematisch und erfolgreich an der geistig-moralischen Wende gearbeitet. Die erste Generation, die gar nichts anderes mehr kennt, ist endlich groß. Die neuen Werte beginnen in der deutschen Jugend Fuß zu fassen. Da kann man doch jetzt keine kalten Füße kriegen. Das haben wir so bestellt, Herr Gerster, das wird jetzt so gegessen. Leistung sollte sich wieder lohnen in Deutschland. Die Jugend von heute leistet so viel wie keine jemals zuvor. Zumindest ich. Und die Leistung lohnt sich. Viele Menschen haben das begriffen. Die bessern ihre Einkünfte auf durch Einbrüche und Autodiebstähle. Ist auch besser als von Sozialhilfe rumschmarotzen. Ja, die tun was. Ja, es zahlt alles die Versicherung. Was regen Sie sich denn so auf? Jammern Sie doch nicht rum, ob Sie höhere Steuern zahlen, wegen der gestiegenen Zahl von Sozialhilfeempfängern, oder ob Sie höhere Versicherungsbeiträge zahlen, wegen der gestiegenen Zahl von Autodiebstählen zahlen, müssen Sie doch so oder so. Der Unterschied ist klar, ja? Bei der Autoversicherung kann ich für die Steuerklasse selber aussuchen. Wenn dem linksliberalen Lehrerehepaar zum dritten Mal der japanische Oberklassewagen samt Surfbrett, Mountainbike und Taucherausrüstung geklaut wird, das ist Umverteilung, meine Damen und Herren. Davon haben die auf der Uni immer geträumt. Und für die Konservativen, das ist die Privatisierung der Sozialhilfe. Ne? Schlanker Staat. Ne? Mal davon abgesehen, hören Sie, Daimler-Benz wäre doch längst pleite, wenn die den Verschiebebahnhof in den Osten nicht hätten. Ja, meinen Sie, die wären die S-Klasse hier losgeworden? Warum ist Fokker pleite? Es klaut keiner Flugzeuge, meine Damen. Ich gebe zu, einige junge Leute schlagen natürlich über die Stränge, das wissen wir alle. Da muss dann durchgegriffen werden mit schärferen Strafen, heißt es immer, ne? Schärfer Strafen, also wenn schon, dann richtig mit den schärferen Strafen. Hä? Erst einmal beim Klauen erwischt, linke Hand ab. Nochmal beim Klauen erwischt, die nächste Hand ab. Danach ist der höchstens noch zum Mundraub fähig. Und wo wir gerade so schön dabei sind. Jeder, der einen anderen Menschen in besoffenem Zustand verletzt oder tötet, mir egal, ob mit einem Baseballschläger, einem Molotow-Cocktail oder einem fahrenden Auto, Teeren und Federn. Und alle Politiker, die beim Lügen erwischt werden, öffentlich auspeitschen. Oder rasieren, je nachdem. Ne? Ein kleiner Pranger auf dem Marktplatz. Was meinst du, was das gegen Politikverdrossenheit tun würde? Ne? Und alle Steuerhinterzieher Vierteil. Oh, die Begeisterung lässt nach, mein Herr. Oder sind Sie jetzt mehrfach betroffen? Ich weiß nicht. Ja, wenn schon, denn schon. Sehen Sie, bei solchen Gelegenheiten, da könnte man die gewaltbereiten Jugendlichen auch mal sinnvoll einsetzen. Ja, alle einsperren ist doch viel zu teuer. Das sagt sie auch immer so, einsperren, alle einsperren.
Wissen Sie, was das kostet? Wir zahlen allein in Nordrhein-Westfalen für 15.500 Häftlinge 700 Millionen D-Mark pro Jahr. Das sind 45.000 Mark pro Häftling pro Jahr. Das sind aber wirklich nur die reinen Kosten für die Unterbringung und Bewachung und Verköstigung im Knast. Das sind die Kosten für die Polizeieinsätze zur Ergreifung, die Gerichtsverfahren, die Gutachter, die Rechtsanwälte, die Psychologen, die Bewährungshelfer nicht mit dabei. Es geht nur ums Wegsperren und Füttern im Knast. 45.000 Mark pro Jahr. Nur, dass die mal so einen Vergleich kriegen, was kostet. Der letzte dreitägige Polizeieinsatz an der Hafenstraße in Hamburg, der Polizeieinsatz, der hat genauso viel Geld gekostet, wie die Stadt Hamburg in einem Jahr für Jugendarbeit ausgibt. Man will ja von dem Gießkannenprinzip in der Förderung weg. Man setzt die Mittel jetzt gezielt ein. Und ich bin zum Beispiel sicher, wenn die Ergebnisse der Chaosforschung aus Hannover vorliegen werden, wird sich herausstellen, für das Geld, was der Polizeieinsatz gekostet hat, hätte man den Jungs und Mädels eine prima Väter ausrichten können. Ich muss sowieso sagen, ich verstehe die Aufregung nur teilweise. Was war denn da los in Hannover? Chaostage. Was war denn da nun wirklich los? Da sind ein paar tausend junge Menschen. Von mir aus Spinner. Die sind mit zerrissenen Hosen, gefärbten Haaren, Ring in der Nase oder am Ohr, mit einer Bierdose in der Hand, besoffen, grölen durch die Stadt jetzt so. Ja, das nennen wir im Rheinland Karneval. Ja, sagt der Karnevalist, aber der Karneval ist organisiert. Ja, sagt der Punker, aber organisiertes Verbrechen ist doch noch schlimmer. Ja, sagt der Karnevalist, aber diese Straßenschlacht mit der Polizei. Ja, sagt der Punker. Was meint ihr denn, was in Mainz los wäre, wenn am Rosenmontag die Polizei versuchen würde, alle Leute, die mit einer Pappnase im Gesicht besoffen durch die Stadt laufen und rumpöbeln, aus der Stadt zu transportieren? Und wenn Sie mal in Düsseldorf vorbeikommen, wir haben die größte Kirmes am Rhein. Die wird an 9 Tagen von 5 Millionen Chaoten besucht. Diese Menschen verfolgen ein Ziel. Sich in kurzer Zeit mit Zuckerwatte, Popcorn, gebrannten Mandeln, Bratwürsten, Reibekuchen vollzustopfen, das Ganze mit Litern von Bier abzulöschen. Dann begeben sie sich auf speziell konstruierte Geräte und lassen sich da so schwindelig drehen, dass sie hinterher den teuer erworbenen Mageninhalt in den Vorgärten der begeisterten Oberkasseler Anwohner entlagern. Ja? 9 Tage lang! Hören Sie mal, diese Hannoveraner, die wissen doch gar nicht, was Chaos ist, meine Damen und Herren. Und zu den Straßenschlachten in Hannover kam es ja hauptsächlich, weil die Polizei partout ein paar Barrikaden wegräumen musste. Hören Sie mal, wenn bei uns Kirmes ist, ja, da verbarrikadieren die halb Oberkassel. Da kommen Sie mit dem Auto nicht vor und nicht zurück. Meinen Sie, die Polizei wird die Barrikaden wegräumen? Nee, bei uns bewachen die die. Oder wenn Schützenumzug ist, meinen Sie, die Polizei würde dafür sorgen, dass sich diese militaristische Demonstration sofort auflöst und ich da mit dem Auto wieder durch kann? Nee, da wird alles abgesperrt. Und ehrlich gesagt, ich persönlich wüsste jetzt auch nicht, wer bekloppter aussieht. Sehen Sie das doch mal so, vielleicht sind ja die Punker von heute die Schützenvereine des nächsten Jahrhunderts. Das ist entstehendes Brauchtum. Die Herren hier vorne haben schon Angst um ihre nächsten Wahlkämpfe, ne? Müssen Sie da auch mitmachen. Aber wir waren ja beim Einsperren eigentlich, meine Damen und Herren. Sehen Sie mal, 45.000 Mark pro Mann pro Jahr nur fürs Wegsperren, haben wir gesagt. Das sind 120 Mark pro Mann pro Tag. Das sind 840 Mark in der Woche. Für 350 Mark können Sie schon eine Woche last minute nach Mallorca fliegen. Da kommen Sie ans Grübeln. Jetzt verrate ich Ihnen noch, dass die Rückfallquote von diesen Knackis fast so hoch liegt wie die von Club Robinson-Besuchern. Ist der Fall auch geklärt? Die sind doch reif für die Insel. Keine Fluchtgefahr mehr, die sind beschäftigt durch Selbstversorgung. Die Engländer haben dieses Konzept sehr erfolgreich erprobt. Die Engländer haben ihre Strafgefangenen damals alle nach Australien rübergebracht. Ist was draus geworden, oder? Die richten jetzt Olympische Spiele aus. Unsere Olympischen Spiele. Die haben aus Handschellen 5 Ringe gemacht, meine Damen und Herren. 45.000 Mark pro Mann, pro Jahr, nur fürs Wegsperren. Hören Sie mal, verglichen damit sind die Ossis ja spottbillig. Ja, wird gern gejammert im Westen. Was das kostet mit der einen, wie teuer die Brüder und Schwestern sind, doch Solidarzuschlag und alles. Jetzt rechnen wir das mal durch.
Selbst wenn wir 200 Milliarden D-Mark Transferleistungen jedes Jahr an den Osten bezahlen, was daran fair sein soll, wissen nur wenige. Aber selbst bei 200 Milliarden sind das immer noch nur 12.500 Mark pro Ossi pro Jahr. Für das Geld können Sie die ja nicht mal einsperren. Ossis sind nicht teuer. Machen Sie sich nichts vor. Ossis sind nicht teuer. Wissen Sie, wer teuer ist? Bauern, die kosten richtig Geld. Da teilt sich dann da wie das Rote Meer. 30 Milliarden D-Mark Subventionen zahlen wir jedes Jahr für 600.000 Bauern in der BRD. Das sind 50.000 Mark pro Bauer pro Jahr. Da wäre Einsperren schon billiger. Freuen Sie sich mal nicht schon wieder zu früh. Wir kommen erst einmal zu Bergarbeitern, meine Damen und Herren. Jeder Arbeitsplatz im deutschen Bergbau ist mit 96.000 D-Mark pro Jahr subventioniert. Das heißt, für jeden Kumpel können wir 7,5 Ossis durchfüttern. Ein Bauer ist immerhin noch so viel wert wie 4 Ossis. Auch nicht schlecht. Sie können natürlich auch für einen Bergarbeiter wahlweise 2 Ossis einsperren oder 2 Bauern durchfüttern. Das ist Politik. Ist aber alles Kleckerkram oder Peanuts, wie die Deutsche Bank sagen würde. Es ist Peanuts verglichen mit Ärzten. Jetzt freuen sich die Bauern im Saal. Ich habe gelesen, meine Damen und Herren, auch diese Zahl habe ich schon bestätigen lassen, jeder heute neu zugelassene Kassenarzt, also zusätzlich zugelassene Kassenarzt, kostet die Kassen 1 Million D-Mark zusätzlich pro Jahr. Das ist nicht das Gehalt des Arztes, kriegen Sie keine feuchten Augen. Aber die verschreiben ja auch. Alles, was dranhängt an so einer neuen Praxis, macht 1 Million pro Jahr aus. Man hat festgestellt, Ärzte, die schaffen sich ihren eigenen Bedarf. Also wenn Sie mehr Ärzte zulassen, die teilen sich nicht die vorhandenen Patienten, die machen sich irgendwie neue. Das können Sie statistisch überprüfen. Wir Ärzte, wir haben es so, mehr Menschen sind krank. Die Deutschen haben sich dermaßen an Angebot und Nachfrage gewöhnt. Das sind kommunizierende Röhren, da machen Sie nichts dran. Also, 1 Million D-Mark zusätzlich für jeden neuen Kassenarzt. Das heißt, für jeden neuen Kassenarzt könnten wir 80 Ossis durchfüttern. Wir hätten natürlich auch, wenn wir schnell gewesen wären, wir hätten auch statt der 16 Millionen Ossis 200.000 neue Kassenärzte zulassen können. Ja, jetzt ist zu spät. Andererseits, dann wären wir jetzt wahrscheinlich auch alle krank. Ne? Sie können auch für das Geld, das 10 Kassenärzte kosten, 222 Kassenärzte einsperren, aber das nur so am Rande. Da klatschen die Steuerhinterzieher wieder. Wie viele Bauern wir durchfüttern könnten, wenn wir alle Bergarbeiter einsperren und die Kassenärzte zu Ossis ausbilden? Auch wisst ihr was, meine Damen und Herren, das können Sie in der Pause jetzt selber ausrechnen.